MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier Ultimate Team mit Otaldo von Hallo. Den Zocker. Von den Zocker-Dudes. Ja, und ich nehme auch auf, aber ich erst ungefähr, als du angefangen hast. Hallo und herzlich willkommen. Perfekt. Ist doch egal. Ja. Ich habe das so schnell gesagt. 3, 2, 1, auf geht das. So, er spielt mit seinem Bronze-Team. Er hat aber rausgefunden, wie man cheatet beim PC. Wie genau, man alle Bronze-Spieler auf 81 stellt. Was? Deswegen ist durch meinen Cheat aus meinem Bronze-Spieler ein Goldspieler geworden. Genau. Und er hat überall 81. Das ist kein Zufall. Also so. 81, das ist... Was soll das denn heißen? Kein Zufall? Das ist... So, Moche. Moche so. Gegen Bayern. So, ich weiß gar nicht, mit was für einer Mannschaft du spielst. Ah, du hast immer noch diesen Alaba in Form. Immer noch, genau im letzten Spiel, wo du so weinen musstest. Die ganze Wieso? Zeit. Wieso? Weil ich es krass fertig gemacht habe, ja. Wie ist das letzte Spiel nochmal ausgegangen? Ja, 8-0 für mich. 2-1 für mich oder so. 8-0 für mich, ganz sicher. Ich würde da niemals lügen. Ja, du würdest niemals lügen, das weiß ich doch. Das weiß ich doch, das kenne ich doch gar nicht anders von dir. So, damit geht es hier los. Mit der ersten Lüge, ja. Und jetzt schauen wir mal, wie dieses 8-0 sich wiederholt. Allerdings diesmal 0-8. Huch. Was machst denn du da? Du hast mich gefoult und deswegen konnte er nicht da abspielen richtig. Das ist meine erste Partie heute, also eigentlich müsste ich schlecht sein. Das ist auch meine erste Partie. Also sind wir beide schlecht. Du hast hier kein so Privileg, dass jeder Kopfball reingeht. Was habe ich für ein Gerät? Du hast kein Privileg, dass jeder Kopfball reingeht. So. Scheiße, Mann. Ey, wo geht der Pass hin? Oh, gib mir die. Ich probiere da ganz krampfhaft das Tor zu schießen. Ja, du sollst den Krampf aus den Fingern rauslassen. Ach so. Mhm. Nein. Blascht. Blas Kikowski. Uff. Blas, die. Nee. Blaschikowski, ja. Kuba. Ist ein bisschen einfacher, ne? Kuba? Ja. Da war ich auch schon. Kuba. Hast Kuba befreit? Ja, ich war da. Wann war das? 63, 64, 65, 66, irgendwann so in den Dreh rum, gell? War das eigentlich zu Zeiten der Kuba-Krise? Ja, ganz bestimmt. Ach so, ey, dann war es 66. Wie hieß der Kerl nochmal? Fidel Castro? Ah ja, genau. Fidel. Alter. Luis Gustavo. Gustavo, Mandzukic. Oh, was für ein heftiger Pass. Was ein heftiger Haftbefehl oder was? Ja. Hafti Pass, ey. Oh. Jollo. Oh, den Dorf kann man aber auch festhalten, wenn man schon mit der Hand hinkommt. Aber das sieht so lässig aus, wie der den Ball da drüber macht. Drüber lupft quasi ja schon. Ah, du Mongo da hinten! Ich dränge ihn doch extra ab. Machen? Was macht er? Alles klar, ich werf ihn jetzt ins Auf. Sonst habe ich ja gar keine andere Möglichkeit, muss ich ja so machen. Oh, Lahm, den kriegst du noch, jawohl. Müller. Ah, geh ab, jawohl. Nein, da ist ja noch jemand. Oh! Er hat ihn nicht weggespielt, weil er es nicht wollte. Weil er es nicht kann. Ha! Alaba. Oh, was macht denn der da? Aha, den hab ich. Hä? Was denn jetzt? Ah, Rot Card. Rot. Was laberst? Hast du nicht gelernt? Ja, hab ich heute noch gesehen. Was laberst du, ey? Hast du überhaupt gelernt? Schon wieder. Auf der Arbeit, ey. Ich drück schon eine Dreiviertelstunde nach oben, er läuft immer noch geradeaus auf den Ball zu. Lass mich, ich will hier raus. Oh nein, ja, den hab ich. Nein, nochmal. Ja.
Oh, Schuss! Nee! Nee! Ey, was für ein Schwachsinn da hinten wieder passiert. Das ist doch wieder Momentum, ey. Quantum. Quantum Momentum. Elia. Oh, 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 oh. Ja, der da oben, der interessiert sich überhaupt nicht dafür, das Spielgeschehen. Nö, ich bleib mal stehen. Also meine Leute bleiben einfach immer. Ich komme nicht dazu. Ich hab den Ball und sofort ist er wieder weg, weil es einfach nicht geht. Die kommen echt 0 mm aus den Socken. Diesmal leckt's aber nicht. Nein, diesmal nicht. Ah, Mist, es hat nicht der Trick geklappt, den ich machen wollte. Ich versuche die ganze Zeit den einen selben Trick zu machen. Oh. Ich hab getackelt, was macht er? Er schießt ihn weg. Ich will nur den einen Trick dahin bekommen, der funktioniert nicht. Ich frage mich, wieso die immer den Ball versuchen ins Auszuwerfen. Also. Der Trick funktioniert einfach nicht, das gibt's doch nicht. Wieso versuchen die den Ball ins Auszuwerfen? Was redest du da? Na, immer, ich versuche dir den Ball abzunehmen. Der Ball ist locker und jetzt rennt er dagegen wie ein Irrer. Ich muss ihn sofort ins Aushauen. Ich habe keine andere Möglichkeit, ich muss ihn ins Aushauen. Bam, ins Aus. Ja, ist scheiße, jetzt bringst du mich wieder zum Lachen, ey. Das ist einfach, weil ich's kann und du nicht. So. Am Arsch. Diuf! Oh, schade. Tschuf, tschuf, tschuf. Tschuf, tschuf! Komm schon. So. Was macht denn der da? Elia. Ey, diese vergammelten Pässe, ey. Oh, was macht denn der da? Ja, ja, das siehst du jetzt mal, was er macht. Der schießt das Ding einfach ins Aus. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. So, jetzt aber hinterher. Mandzukic kann eh nix. But, du siehst, Boateng kann viel mehr. Und meine Spieler gehen da nicht einfach so doof ran. Ey, schieß doch, du Pisser! Oh, nee, ich nehm den einfach nur mit. Oh, faul! Ey, leck mich am Arsch, faul. Du hast mich vorhin gefault. Jetzt steht immer noch 0 zu 0. Ist noch gar nichts passiert. Oh. Mario Gomez, Mario Gomez. Aber war schon nicht schlecht, der Schuss. Da war ich doch mal fast zufrieden mit. Da warst du fast nah am Tor dran. Aber ich war eben mindestens genauso nah. Hast du den Bock gesehen von Boateng am Wochenende? Nee, aber ich habe auch gerade gar keinen Fußball so gesehen am Wochenende. Bayern hat ja 4-1 gewonnen, ne? Und bei dem einen Gegentor, bei dem einen Gegentor kommt der Ball eigentlich geradeaus auf Boateng. Boateng springt vorbei und der Stürmer läuft einfach durch. Das war sau komisch. Anstatt den Ball mit dem linken Fuß einfach locker anzunehmen. Locker anzunehmen, schießt der das Ding. Also den trifft der das Ding nicht. Mit dem anderen Fuß, mit dem Fuß, der ungünstig da gestanden hat. Kein Wunder dann. Und dann geht er durch und der Stürmer läuft ganz allein aufs Tor. Ja. Seit wann hast du eigentlich Reus? Seit ich den mit einem Pack-Opening mal gezogen habe. Auch im letzten Spiel hatte ich schon Reus. Echt? Weiß ich gar nicht. Ja, haben wir sogar drüber geredet. Echt? Oh, das habe ich vergessen. Da habe ich nur noch geweint. Ja, ich glaube, das war vor der Folge, als wir darüber geredet hatten. Ach so. Das gibt's aber ganz schön. Hast du ja ein sauteures Team, ey. Allein nur wegen Reus. Ne? Was? Hast du ja auch. Ah ja, aber allein nur wegen Reus. Weil Reus ja schon wieder so viel wert ist. Hallo, geh doch ran. Okay, Reus erste Halbzeit ist schon mal vorbei. 1-0. Wie viel ist Reus nochmal wert? Ja, knapp 200 war zumindest zuletzt wert, aber der Preis ist halt ziemlich übertrieben im Moment. Ja, stimmt. Vor allem für den Inform-Reus. Thomas Müller, ey, warm, haut das Ding richtig daneben. Da hätte er schön Außenriss irgendwie den da rein zirbeln können, ne? Ja, wollte ich auch eigentlich.
Aber ich sag, erstes Spiel bin ich ja nicht so gut. Man muss erstmal warm werden, ne? Ja, ich komme aber jetzt gar nicht rein irgendwie. Kein bisschen. Ich bin mental schon im Training. Ich habe gleich noch Training, oh Gott. Mhm. Bin ich mental schon angekommen. Oh, hab ich. Laufen wir am Ball komplett vorbei? Beide auch noch, ja. Ey, was macht denn der da? Läuft. Ah, hab ich. Ja, oh, Lahm, was machst du da? Oh, der Reus kann eh nix. Weißt du, ich wollte eigentlich einen Flick machen, oder wie auch immer die Dinger heißen. Ja, ich weiß, was du meinst. Den Trick, den halt jeder kann. Oh, scheiße, bei mir leckt's gerade. Oh, ne, jetzt nicht mehr. Ich sollte den Rollladen zumachen, weil sonst sehe ich gleich nichts mehr. Huch! Die Sonne scheint jetzt genau auf meinen Fernseher drauf. Oh ja, das ist perfekt. Das ist richtig gut. Damit kann man am besten spielen, habe ich so gehört. Ja, vor allem du. Ja. Aber man kann auch besser ohne hinzugucken spielen, das ist auch immer sehr gut. Erstmal Rollladen zu. Mach mal den Roller zu hier, dein Moped. Okay, das hat sich jetzt krass angehört. Hast du einen abflattern lassen? Was? Hat sich angehört, als würde ich gerade ein Schlachtermesser fallen lassen. Aber auf ein Schwein natürlich. Boah! Nee! Wenn das Ding reingegangen wäre, ich hätte das Spiel sofort gegen die Wand geprügelt. Erst bumste mein Spieler da komplett weg, der dich da versucht zu decken. Ja, nee, ist nichts passiert, überhaupt nicht. Kein schlimmer Foul. Klatscht weg. Und dann eine behinderte Flanke bing drin oder was? Das wäre es noch gewesen. Der hat ja einfach da gestanden und ist umgefallen. Ja, hat er einfach gestanden. Deine Mutter gestanden steht. Ist umgefallen. Ja, echt, Thomas. Kleine geklatscht. Vom Feld mit dir, du Spacken. Boah, was ein krasses Foul, ey. Ja, voll übel. Mindestens rot. Richtig brutal. Mindestens rot würde ich. Oh! Da springen sie alle. Machen Kung Fu. Nein! Du stehst da mit 60 Mann hinten drin. Ja, und? Oh, das war doch nix. Was macht denn der Dante da? Ja, komm schon, ey. Oh, und sowas hat 90 Punkte in Passen. Ich habe auch 90 Punkte in Passen. Wer, du? Ja, allgemein. Foul! Schiri! Gibt's doch nicht! Huch! Er sollte eigentlich nach hinten gehen, ganz merkwürdig. Macht der da? Oh! Ja, dann Mario Gomez und Tor. Nee! 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 Sehr gut, wie es sich gehört. Aber jetzt kommt Eckball-Tor. Nee, glaube ich auch nicht. Heute habe ich das Glück nicht. Heute ist das Glück auf deiner Seite. Glück, das ist alles hier mein Können. Oh, Foul! Schiri! Ja, das war jetzt aber auch ein Foul. Mensch, ist Kinder. Na komm, bleib dran. Hat der Schiedsrichter schon wieder einen Foul gesehen? Jawohl, geh. Oh, dann lauf doch durch, Mensch! Oh, das gibt's da nicht. Warum läuft denn der nicht einfach durch? Eieieiei, du glaubst es ja nicht. Ich glaube es echt nicht, nein. Oh, jetzt läuft er da hin und holt den Ball doch nicht. Oh, ja. Und wenn das dann kein Foul ist, dann verstehe ich die Welt auch nicht mehr. Ja, das ist halt Impact Engine, das darf man. Ja, das darf man. Den Gegner einfach volle Kanne wegschieben. Mist, schon wieder ein Dropdown. Frame down, top down, drop down. Na komm, ey, es läuft echt wieder mal wie am Schnürchen. Wie am Schnürchen, was für ein Schnürchen? Umgedrehte Schnürchen. Ja, ey, lol. Ah,
Nimm den Ball doch ordentlich an, mein Freund. Raus damit! Geh ab! Oh! Jetzt sag mal! Mensch, abseits! Die Würfe! Aber sobald die Pfeife kommt, schrecken die mir zusammen. Nein! Nein, das kann doch nicht wahr sein! Oh, faul! Schiri! Kann doch nicht wahr sein! Mensch! Oh. Du bist eher so Dortmund-lastig, ne? Ich hab mein ganzes Team ist halt irgendwie Dortmund. Ich bin eher so Bayern-lastig. Aber mir leckt's brutal. Ist echt, ich müsste mir Dortmund-Trikots holen, ne? Und auch das Wappen. Obwohl ich Dortmund eigentlich total nicht mag. Ja, zu Recht. Aber die Spieler passen halt jetzt perfekt so rein, ne? Ja. Oh, leck. Oh, leck. Jetzt ist eh vorbei. Scheißdreck da. Also, dass der reingegangen ist. Eigentlich wollte ich schon früher schießen, aber dann wurde ich irgendwie gestoppt da von Dante. Der erste wäre, glaube ich, also, nicht kann ich mich eigentlich bei Dante bedanken. Ja, dass er mich bei Dante bedanken. Du musst dich bedanken. Ich muss mich da eigentlich bedanken. Ich bedanke mich hier bei euch. Bedanken. Oh, 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 da müssen wir uns bedanken. Oh, und 3-0. Ah, oder was für ein Schwammel! Was? Schwammel? Nee, ich wollte eigentlich alles Mögliche sagen, nur nicht das. Hä? Er ist rot hier verteilen. Oh, niemals. Oh, das war nicht mal ein Foul. Hä, hey, jetzt verpiss dich, Mann! Boah, so. Oh, komm. Alle immer nur am Jammern hier. Ah, super. Zu doll. Oh, noch 5 Minuten Nachspielzeit. Ja, ist ja halt sehr viel passiert, ne? Die ganze Zeit ist viel meine passiert. Oh, oh, oh. Hat meine Oma früher mal geguckt. Was? Meine Oma hat das früher mal geguckt. Was denn? Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. So klar. Tick! Und da steht er dann auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Rosenstadt oder irgendwas. Es ist viel passiert, weil man das Intro. Oh, oh, oh. Da, la, la. Ja, jetzt geht's wieder rund. Jetzt ist es. Nein! 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 No. Ja. Ein 2 zu 1. Das wäre es jetzt gewesen, gerade noch ein 2-2 machen. Schade, schade, schade. Am Ende kamst du noch wieder, kam wieder der Druck. Ja, da habe ich ein Tor geschossen, habe ich Schlunte gerochen, auf einmal ging's. Aber jetzt habe ich, glaube mit dem Tor habe ich jetzt erst angefangen richtig zu spielen, obwohl es gerade nur eine Sekunde war. Ja, 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 ja. Direkt jetzt, ich habe auch jetzt gerade angefangen richtig zu spielen. Mhm. Ja. Na gut. Ja, ja, ja. Ja, ja. Schon mal nicht schlecht, damit habe ich mich mal revanchiert. Fürs letzte 3-2. Und dann, sag ich mal, beenden wir hier die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Sehe ich auch so, ne? Also bis dahin auf Wiedersehen, vielen Dank und fürs Zuschauen und so. Und der Otaldo und ich, wir wären natürlich froh über jeden Daumen und jedes Kommentar, das wir bekommen können. Ja, auf jeden. Und dann sage ich mal auf Wiedersehen, ne? Wiedersehen, tschüss. Alle dann.